Wir wollten von Canton hier ein ganz besonderes Zeichen setzen in dem immer beliebter werdenden Bluetooth-Lautsprechersegment. Was uns ganz besonders auszeichnen soll, ist im Prinzip die Audioqualität. Das steht erstmal vorneweg. Das ist ja ein transportables Gerät, verfügt über eine entsprechende Batterie. Und das war der nächste Punkt, der uns sehr, sehr wichtig war, war die entsprechende lange Spielzeit. Die ist in dem Falle bei gehobener Lautstärke um die 10 Stunden. Ansonsten haben wir für die Audioqualität Aptex als Codec integriert, der uns CD-Qualität liefert. Das sind so ganz auf die Schnelle die Key-Features, die man sagen kann. Technisch haben wir das übersetzt, wir wollten im Prinzip einen Vollbereichslautsprecher machen, selbst in dieser Größe. Das heißt, für uns war wichtig, dass er sowohl im Tieffrequentenbereich, im Bassbereich, als auch im Hochtonbereich sehr, sehr adäquate Wiedergabe erzielt. Für den Tiefbrunnenbereich gibt es rein physikalisch keine großen Auswege. Man hat entweder die Möglichkeit, die Treiberfläche zu erhöhen oder entsprechend Hub. Und hier mussten wir erstmal einen Treiber schaffen in dieser Größe, der uns 11 mm Hub Peak-to-Peak ermöglicht. Und wir haben zusätzlich ja zur Unterstützung im Bassbereich hier in den Mittenbereich des Lautsprechers noch zwei Passivmembranen integriert, die unterstützend wirken für die zwei Vollbereichslautsprecher und die können bis zu einem Bruch von 13 mm. Um diese entsprechenden Parameter erzielen zu können, muss man natürlich großen Wert auflegen und sehr, sehr genau halt arbeiten, was die Mechanik des Lautsprechers an sich halt angeht. Wenn ich von 11, 12, 13 mm Hub spreche in beide Richtungen, dann muss ich die erstmal platztechnisch generieren können. Und das heißt, hier haben wir es tatsächlich so eine Konstruktion, die wirklich bis zu jedem Millimeter ausgereizt ist. Auf der anderen Seite sind die Parameter der Elektronikseite. Wir haben eingebaut eine Endstufenleistung von 2x30 Watt Musikleistung. Auf der anderen Seite haben wir ein nettes Feature drin, den Lautsprecher tatsächlich mit einem zweiten Lautsprecher zu pairen. Das heißt, wir können hier im Prinzip eine Variante wählen, links-rechts als klassisches Stereo-Lautsprecher-Pärchen, um im Prinzip so die Thematik aufzugreifen, kleinste Stereoanlage der Welt. Ja, das ist im Prinzip ganz, ganz einfach, indem ich im Prinzip ganz kurz auf die Taste Bluetooth Minus drücke bei dem einen Lautsprecher, Bluetooth-Taste Plus auf dem anderen Lautsprecher und dann wird dieser Vorgang in Gang gesetzt. Canton, German loudspeaker tradition.